Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising Kansas Event Video hier im American Truck Simulator. Wir stehen hier immer noch bei der 18 Wheels Garage in Kansas City. Und wir schauen mal, wohin die Reise im heutigen Video geht. Mal schauen, ob die Auswahl sich geändert hat. Ich meine, das sind mittlerweile jetzt, glaube ich, so 10, 15 Minuten vielleicht vergangen. Die Auswahl wird ja immer weniger. Und es kommen natürlich jetzt auch immer wieder neue Aufträge dazu, die wie beispielsweise. Oh, das ist ja auch eine coole Ladung. Also wir müssen eigentlich. Ich muss eigentlich noch weiter in Kansas fahren. Also es gibt einfach zu coole Fahrten. Ich glaube, es sollte hier nach Pittsburgh gehen. 6000 Dollar. Und von den anderen habe ich jetzt, glaube ich, nichts gesehen, wenn ich mich recht entsinne. Okay. Ich habe auch Emporia gar nicht gesehen. Ja, Emporia ist alles weg. Es wird nur noch nach Junction City und Kansas City gehen, wo wir natürlich nicht hinfahren können. Das heißt, der einzige Auftrag, den wir überhaupt fahren können, ist eine 66.000 Pfund schwere Industriekabeltrommel, die wir zur Mine in Pittsburgh fahren. Nochmal sicherheitshalber nachschauen. Topeka waren wir schon. Ja, dann ab nach Pittsburgh. 119 Meilen. Wir sind auch auf Schwergut spezialisiert, also vom LKW, wir sind halt, ne, wir passen eigentlich gut drauf. Aber okay. Und auf dem Weg zur 27 Meilen entfernten Industriekabeltrommel nehmen wir auch hier vorne den okay. Here we go. Viewpunkt mit. Oh. Ich dachte, ich hatte die Feststellbremse im letzten Video gelöst. Wir können einmal hier eine Runde drehen. Können wir uns noch den Hof anschauen mit den verschiedenen Frachten hier. Steht einiges draußen rum. Aber jetzt nicht der eine Bus, den wir da hatten. Dann schauen wir uns das Silo jetzt hier an, an dem wir jetzt auch nochmal vorbeifahren werden. Oder das ist einfach nur ein Videopunkt von Kansas City, kann natürlich auch sein, aber ich glaube eher vom Silo. Naja, doch, Kansas City. Wheat State Explorer 2 von 10. Mit der Kirche. In alten Häusern. Auch sehr viele Zugtracks. Er ist sehr viel zu laden, wie man merkt. Von einem Jump zum nächsten. Was gewesen von diesem Aussichtspunkt. Dann fahren wir mal zu, was ist Johnson & Johnson, ich glaube schon. Da war hier der Bahnübergang, wo der Zug lang gefahren ist im letzten Video. Caution. Please
bisschen heruntergekommen, auch sehr nice. Steigen wir auf die 35. Fahren im Grunde genommen denselben Weg zurück und fahren dann eigentlich wahrscheinlich sogar, ja, nicht ganz dahin, wo wir hinwollen. Das ist noch auf einer liegenden Seite, aber wir fahren zumindest nach Kansas City rein. Und holen dann die Industriekabeltrommel ab. Auch schon gleich direkt überholen. Ich denke mal, wir werden genügend Geschwindigkeit drauf bekommen, im Gegensatz zu ihm. Oder zieht er doch ein bisschen davon? Na, wir schon, aber ich muss trotzdem ein bisschen beschleunigen, damit wir auch überholen. Wir eigentlich links halten. Hätte ich mal doch untergehen sollen. Ich habe aber gedacht, vielleicht passt es ja doch. Wir bleiben bei den 1%, sehr gut. Obwohl wir schon sehr viel mitgenommen haben. Wenn nicht die Tasten gedrückt, wenn die gedrückt werden sollen, dann muss man doch schon mal reindriften. Ich wollte nämlich eigentlich runtergehen auf 40, aber ich habe weder die Taste gedrückt, noch habe ich die Tasten zum Bremsen gedrückt, sondern ich habe einfach den Fahrblick angemacht. Immerhin blinkt der Warnblinker. Kansas Avenue. Ob es die auch. Wobei, ja, doch gut, in Kansas City wird es die bestimmt auch geben, in Kansas Avenue. Ich habe kurz gedacht, das ist ja eigentlich relativ lustig. Schon ein ausgedachter Name. Dann ist mir aufgefallen, Moment, wir sind ja in Kansas City. Dann macht die Kansas Avenue doch schon Sinn. Vierspuriger Bahnübergang, nice. Gefällt mir. Müssen wir schon hier links? Ja. Noch hier. Das hier haben wir auch Züge. Ach scheiße, wir müssen ja sogar hin. Das Navi einen veräppelt. Turn left. Denn wir können ja einfach auch im Hof fahren. Kommt nix, kommt nix. Never mind. I'll find a new route. Und unsere Fahrt dann hier abholen. Machen wir mal keine Drehrunde. Und wir können ja mal gucken, ob wir einfach den Feldweg da lang fahren. Also nehmen wir es mal Feldweg. Weil wir hier auch sehen am Logo. Wir sind da schon richtig. Auf der gegenüberliegenden Seite.
Schalten wir mal auf. Und schon auf die Karte. Wo wir langfahren, wir fahren. Ja, den Highway 69 runter nach Pittsburgh. Und eigentlich müssen wir nicht auf die, über die Waage fahren, das machen wir eher auf dem Rückweg prinzipiell. Aber dann können wir auch direkt bei der, oh, wie war nochmal die Abkürzung für NAMIC? North American Mines in, oh Gott, ich wollte gerade sagen Mines and Quarries, aber was war das I? Egal, wir müssten eigentlich da raus und hier lang. Okay, der Weg führt eigentlich auch nur nach Johnson and Smith zur anderen Seite. Von daher, egal. Eine schöne Oversize-Ladung. Das ist schon schön, so mit den Ladestellen. Also mir gefällt Kansas. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie euch Kansas gefällt. Na gut, das ist immer ja sehr viel. Ich bin zu weit drüber, ne? Dankeschön, wir müssen nämlich auch genau hier hin. Stay right and then turn right. Turn right. Da blieb uns auch nichts anderes über als ein bisschen Offroad zu fahren. Hier schön die Skyline von Kansas City. Während wir uns den Weg gen Süden nach Pittsburgh machen. Kämpfen uns mal, wobei ich weiß nicht, man muss aber uns kämpfen, ich glaube nicht so sehr. Wir sind ja schließlich ausgelegt, auch schwer. Gut. Mit dem DAF sähe das schon ganz anders aus. Aber wirklich komplett anders. Ich meine, der Volvo hat auch zu kämpfen mit den 66.000 Pfund, aber baut trotzdem Geschwindigkeit auf. Hatte ich auch nicht anders vor. Muss ein bisschen mehr Gas geben, ne? Ich bin ja auch nicht auf voller Leistung. Er hätte bestimmt noch vor mir nicht reinziehen können. So, weniger als 100 Meilen wahrscheinlich. Ich habe es jetzt nicht ganz gesehen. Wie viel, aber ich schätze immer noch so um die 70 Meilen. Okay, never mind. Dann noch ein bisschen mehr Meilen bis Pittsburgh. Das ist gar nicht so wirklich ein Highway, sondern eher ein Freeway, über den wir fahren.
wir schon mit den weiten Feldern. Auch den Häusern dazwischen drin. Ah, sie ist auch alles schon echt nice. Mit dem toten Bäumen der dritten mittendrin, also es ist doch, es sind so na, sticht schon aus dem Auge ins Auge. Ja. Aus dem Auge sticht es, ja. Da würde ich mir Gedanken machen, wenn es aus dem Auge sticht. Ja, Pittsburgh ist das, was unten ist. Das heißt, wir fahren wahrscheinlich sogar noch durchs andere. Ein oder andere Dörfchen, vielleicht sogar durch Ohren vorbei. Schauen wir mal. Schön mit den Kühen auf der Weide. Mit nur einem, okay, never mind, mit zwei gebrochenen Zaunstellen. Auch wieder schön mit dem Verkehr auf dem Highway, der rechts vom Freeway ist. Also schon. Schon sehr nice. Auch dass halt Verkehr, also gut, der Verkehr neben der Strecke ist ja schon auch immer gewesen oder schon länger gewesen. Also das ist schon nice. Okay. Da sind wir auch schon fast in Pittsburgh. Kansas ist halt. In Kansas geht es halt schnell voran, so gesehen. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das bei den anderen Events davor war, bei den anderen Staaten, ob es da auch einfach, dass man alle Fährten in der Stadt befahren musste. Dafür ist es mittlerweile zu lange her. Das letzte, woran ich mich erinnern kann, da war es nicht so. Ich glaube, da war es dann irgendwie so, weiß ich nicht, 70% oder 80% waren es schon gewesen, aber nicht alle. Runter auf 55. Und dann fahren wir noch ein paar Meilen durch Pittsburgh durch. Erst auch mal in Pittsburgh. Sunflower State. 12 von 14. Mal schauen, was wir eher schaffen. Das Achievement abzuschließen oder das Event oder halt zeitgleich so gesehen, aber das könnte nochmal interessant sein. Also nicht wirklich interessant, sondern auch nicht spannend, aber ihr wisst schon, was ich meine. Können und noch Kopfrennen sein, was das betrifft. Dann fahren wir nochmal außerhalb von Pittsburgh. Ich wollte eigentlich mehr ausholen, aber jetzt habe ich zu Geschwindigkeit drauf wegen der Ampel. Aber trotzdem noch gut gepasst vom Winkel, ja. Dass wir hinten rumkommen. Auf der befestigten Straße. Auch da wieder ein sehr großer toter Baum.
Den habe ich gar nicht gesehen, da oben kickte. Gehst du mich jetzt sogar schon. Ah, noch befestigte Straße. Nee, never mind. Aber hier haben wir es. Okay. Es war doch richtig. Wahrscheinlich ist das I noch von den Mainz. Vielleicht haben wir es denn noch 6 Meilen über die unbefestigte Straße. Fahre ich jetzt gerade 60? Okay. Dann. Auch schöne. Auch wenn die Mine hier noch nicht anfängt, quasi für uns vom Prefab her, aber es ist halt schon echt nice, dass man hier auch die Arbeit sieht, was da gemacht wird mit Erdhaufen und so, oder Erd- und Erzhaufen. Ja, also man hätte ja ruhig ein bisschen was von der Außenperspektive nehmen können und nicht nur von der Frontalkamera. Beifahr, wir fliegen rein. In your face, im wahrsten Sinne des Wortes. Bestimmt was mitgenommen, wa? Das ist schon nice, so dass alles so integriert ist in einen riesigen Industriekomplex. Und dann mittendrin quasi unsere Abladeort, der einfach Teil von was Großem ist. Das macht schon viel aus. Dann laden wir mal die Industriekabeltrommel. Oh. Ab. Schönes Bild. Ausgezeichnete Industriekabeltrommel von Kansas City nach Pittsburgh geliefert. Gefahrenstrecke ebenfalls 149 Meilen. Dauer 24 Minuten. 22 Gallonen verbraucht. Das war der 139. erledigte ATS World of Trucks Auftrag. Es gab dafür knapp 6200. Und 265 Erfahrungspunkte. Dann fahren wir noch eben kurz zum Schlafplatz und dann. Dann endet zumindest die Fahrt. Und die Fahrten auch für mich, für heute. Und dann. Ich muss Pittsburgh austragen. Aber es bleibt uns nicht mehr wirklich viel übrig. Nur noch 4 Städte. Wie gesagt. Maryville, Hutchinson, Emporia und Hayes. Da waren wir noch nicht gewesen, da müssen wir noch hinliefern. Also gut, in Hayes waren wir schon gewesen, Emporia waren wir auch. Aber wir haben halt nicht abgeliefert, ausgeliefert. Beides, alles drei. Schlafplatz ist scheinbar hier. Sollte passen. Da bedanke ich mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Cruising Kansas Event Video wieder hier im American Truck Simulator. Mach's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.